Hallo ihr Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man einen Zweig macht. Wir haben eine Leinwand 40x60 und die Farben, die stelle ich euch jetzt einmal vor. Ich habe Titanweiß genommen mit einem Mischungsverhältnis. Ich habe das relativ dünn gemacht, wie ihr seht, mit einem Mischungsverhältnis von dem Vinylkleber und Wasser 1:1 ungefähr. Also ein Teil Farbe, ein Teil Vinylkleber und ein Teil Wasser. Dann haben wir Stahlblau. Wir haben Schwarz vom letzten Mal übrig behalten. Permanentgrün. Kobaltblau. Arktik Blau oder Grün, je nachdem, jeder sagt was anderes. Und Koellinblau. Und ihr seht, alle ungefähr ganz flüssigen Honig, sag ich immer. Okay, dann fangen wir einmal an. Und zwar mache ich zuallererst Weiß drauf, damit ich einen schönen Grund habe. In den Farben selber habe ich jeweils, außer in dem Weiß, jeweils 2 Tropfen Silikon mit reingemacht, um gleich den schönen Blaseneffekt zu bekommen. Ich verteile das Weiß, wie ihr seht, einmal über die gesamte Leinwand. Deshalb ist das ganz gut, wenn das schön flüssig ist, dann verteilt sich das auch besser. Nebenan habe ich hier noch einmal einen normalen Föhn liegen, der, das ist ganz wichtig, eine Kaltstufe hat. Und ebenfalls einen Heißluftföhn. Da gehe ich jetzt einmal drüber, um die Blasen ein kleines bisschen rauszumachen. Weil die möchte ich halt nicht unbedingt haben. Zuerst mache ich unten einmal schwarz. Beim Schwarz seid immer ganz vorsichtig, nehmt nicht zu viel, weil Schwarz schluckt sämtliche Farben. Dann nehme ich das Stahlblau als nächstes. Dann das Grün. Dann das Kobaltblau. Koellinblau. Und das Arktikblau. So, ich werde die Farben jetzt noch einmal wiederholen und zwar nur immer so in den Zwischenräumen. Aber nicht so viel wie am Anfang. Dann habe ich ein normales Tuch, das ich vorsichtig überlege, aber nur unten an dem Anfang des Bildes und ziehe es vorsichtig in die Kamera.
Ihr seht, ich habe gar nicht so viel Schwarz genommen und trotz alledem ist es doch sehr, sehr dunkel geworden. Das wiederhole ich jetzt einfach nochmal. Ich ziehe es noch einmal drüber. Und ziehe es jetzt ein bisschen schräg. Jetzt nehme ich den Heißluftföhn . Ihr seht, wie durch das Silikon schon einige größere Blasen entstehen. Ich möchte hinterher ein Unterwasserbild machen daraus. Will ich also mit Kreide draufmalen. Deshalb ist das in Ordnung, dass ich kleine Blasen sowie jede Menge großer Blasen habe. Seid vorsichtig, geht nicht zu nah dran und zu lange mit dem Heißluftföhn. Sonst verbrennt euch die Oberfläche und das ist nicht gut für das Bild. So, ich lasse das Bild jetzt trocknen. Da ihr seht selber, dass es noch weiter arbeitet und werde den Rand hinterher in einer Farbe, da überlege ich mir, ob ich das in Blau mache oder in Schwarz, in einer Farbe hinterher komplett bearbeiten. Weil ihr seht, dass das komplett überall runterläuft und das ist auch in Ordnung so. Nur ich möchte das halt, dass das einheitlich ist. Deswegen werde ich das anschließend mit einer Farbe komplett bearbeiten. Wie ihr seht, haben wir in aller kürzester Zeit ein wunderschönes Bild geschaffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da ich ja noch ganz am Anfang stehe und noch gar nicht viele Bilder gemacht habe, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und wir sehen uns am nächsten Mal. Tschüss, euer Kunstengel.